Zimt, und zwar zu meinem Lesemonatsrückblick, also den Büchern, die ich gelesen habe, und zwar im August 2017. Langsam, ganz langsam arbeite ich mich da voran. Oh je. Im August habe ich nicht so viele Bücher gelesen, ganze 2 waren es, aber davon habe ich eine Reihe angefangen und eine Reihe beendet. Und die Reihe, die ich beendet habe, das war so ein Meilenstein-Ding für mich, die sich echt lange hingezogen haben. Aber welchen Eindruck ich erstmal von den Büchern bekommen habe, verrate ich euch jetzt. So, ihr Lieben, Neustart. Ich beginne mit einem neuen Namen, einer neuen Frisur, einer neuen Stadt, neuem Studium, neues Lebensgefühl, neue Freunde möchte ich finden. Und das, was mir zu meinem Glück noch fehlt, ist eine WG. Die einzige, die noch übrig ist, die ich mir leisten kann und die nicht absolut ekelhaft ist, wird bewohnt von einem absoluten Mistkerl, der erstmal irgendwelche bescheuerten Regeln aufstellt, weil ich ihn ja ach so toll finde. Der Typ ist zum Kotzen hoch 10, aber er ist auch so ein bisschen heiß, also so ein bisschen. Und ich will nicht zurück in mein altes Leben. Deshalb auf in ein neues Abenteuer, auf in ein neues Leben. Ich freue mich drauf. Ich will ihn küssen, unbedingt. Ich liebe ihn. Aber dieser Kuss wird ihn töten. So vieles ist hinter uns her. Haben wir es besser gemacht? Haben wir es kaputt gemacht? Werden wir es irgendwann überhaupt noch finden? Ich weiß es nicht. Alles scheint verloren. Wo ist meine Mutter? Die Welt liegt in Trümmern. Und doch will ich ihn einfach nur küssen. Ihr Lieben, das war's auch schon. 2 Bücher gehen schnell vorbei, auch wenn ich mir mal wieder eine abgebrochen habe. Es ist echt schwierig, wenn das schon so weit zurückliegt in der Vergangenheit. Ich muss ganz, ganz dringend anfangen aufzuholen, um schneller voranzukommen. Ja, irrelevant. Die beiden Bücher, die ich gelesen habe, waren zum einen Mona Kastens Begin Again. Das ist ja sozusagen ihr erster Teil aus dieser Again-Reihe, also aus diesem selben Freundeskreis. Ich hatte ihren Kanal immer mal geguckt und fand ihn sehr, sehr putzig und wollte deshalb gerne wissen, was sie zu Papier gebracht hat und was sie da fabriziert hat, und wollte auch so ein bisschen weiterhin sie im Ohr haben, weil ich sie so nett finde und sie vermisse. Also Mona, falls du das hier irgendwann mal siehst, komm zurück, komm zurück. Das war auch so mit das erste richtige New Adult, Young Adult Buch, was mir gut gefallen hat. Normalerweise war ich immer die Erste, die dieses ganze Genre, auch diese ganzen Erotikbücher rund um 50 Shades of Grey und hast du nicht gesehen, womit dieser ganze Hype grob gefasst, dieses ganze Regal sozusagen, dieses ganze Genre ja richtig erst anfing. Also New Adult steht ja zwischen Young Adult und diesen Romantasy und den Erotikbüchern, und das war ja vorher eigentlich nie so sehr in Buchhandlungen drin vertreten, und jetzt hat es einen komplett eigenen Stand, ist ja auch irrelevant. Auf jeden Fall fand ich die ganzen Bücher wie 50 Shades of Grey immer total doof und habe sie von oben herab belächelt. Derjenige, der es lesen mag, ist super, aber es ist einfach nicht meins. Und dann habe ich mit diesem Buch hier angefangen und dachte, oh ja, okay, gut, jetzt verstehe ich diesen ganzen Hype da drum, denn auch wenn die Story so ein bisschen 0815 ist und man weiß, dass da irgendwas in der Vergangenheit ist und dass die beiden das erstmal überwinden müssen und so weiter und so fort, macht es doch Spaß, sich auf diese Art von Geschichten einzulassen und da dann mitzufiebern. Also das war so für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung. Und ich fand es sehr, sehr schön, einfach Mona wieder im Ohr zu haben. Ich hatte teilweise so ein bisschen ihre Stimme. Also wenn ich gelesen habe und Ellie hat was gesagt, also unsere Protagonistin, dann hatte ich Monas Stimme im Ohr. Und ich mochte diesen ganzen Freundeskreis, und die ganzen Charaktere waren so real und so greifbar, dass ich das richtig, richtig gefeiert habe und richtig cool fand und für mich dieses Genre, ja, nicht mehr belächelt habe und gesagt, na, macht mal, ist nichts für mich, sondern doch, ist eben doch was für mich. Ich fand's cool. Es hat von mir, ich guck nochmal nach, Moment, 4,5 Sterne bekommen.
der kleine Abzug, eben weil das Genre doch sehr, sehr vorhersehbar ist und sich auch auf dem zweiten Drittel so ein bisschen für mich gezogen hat. Also es lässt sich unfassbar schnell weglesen, obwohl es ja doch ein ziemlich dickes Buch ist, das ich leider ganz schön rund gelesen habe. Nicht schlagen. Man liest und ist auf Seite 55 und dann liest man und guckt wieder rauf und denkt so, man ist auf Seite 62, dabei ist man auf Seite 98. Bei diesem Buch ging mir das zumindest so, dass ich so gefangen war von dieser Story und so drin war und dass die Seiten wirklich geflogen sind, was halt Monas Schreibstil einfach so super gemacht hat. Das hatte so viel Charme und so viel Humor und Witz und Knuffigkeit, einfach so ein flauschig-flockiges Wohlgefühl. Nur zwischendurch hat sich das dann eben doch irgendwann so ein bisschen hingezogen, was eben storytechnisch dann nochmal so ein Plot-Twist, ja, ist vorhersehbar, sprecht euch einfach mal aus und ja, ist doch alles nicht so schlimm, Leute, dachte ich beim Lesen, deshalb eben diesen kleinen Abzug. Aber sonst hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und daraufhin musste ich ja dann auch erstmal Teil 2 haben und Teil 3 mir auch schon besorgen. Das andere Buch, was ich beendet habe, ist Wo das Dunkel schläft. Das ist der vierte Teil von der Ravenboy-Reihe von Maggie Stiefvater. Ich mag diese Reihe optisch so, so gerne und bin ein großer Fan von Maggie Stiefvater, auch wenn mich diese Reihe nicht komplett überzeugen konnte. Dieses Buch hier hat von mir 3 Sterne gekriegt. Die ganze Reihe, die mit diesem Teil endet, hat 4 Sterne bekommen. Einfach weil ich diese ganzen Phantasmen, die Maggie Stiefvater da drin hat, so unglaublich finde. Also wirklich Hut ab. Das ist absolut beeindruckend, was sie alles auf diese Seiten kriegt und wie übersprudelnd an Fantasie sie ist. Ich habe darüber ja auch zu Genüge schon in den anderen Monatsrückblicken, wo ich eben Teil 1, 2 und 3 dann gelesen hatte, ja, berichtet, wie faszinierend ich es einfach finde, dass sie so ja, fantasiegewaltig ist. Aber ich kam nicht mit, es war mir zu viel, es war mir zu überladen, es hatte keinen roten Faden. Es war keine gerade Straße von Handlung, die dann mal links und rechts so ein bisschen interessante Häuser hatte, sondern es war ein Kuddelmuddel aus interessanten Geschichten und keine wurde für mich zur vollen Zufriedenheit verfolgt. Denn dann kam wieder was anderes und dann kam noch was anderes und dann kam noch was anderes und ich habe mich auf so etwas anderes eingestellt, als ich mit dieser Reihe angefangen habe. Und das, was auf dem Klappentext draufsteht, ist eigentlich nur eine von vielen Nebenhandlungen. Und das ist nicht der Hauptteil, worum es hier drin geht. Und das hat mich so gestört, weil ich dachte, genau das ist das, was mich interessiert. Und jetzt kommen wir damit nicht zu Potte. Und also ich habe mich schwer getan. Ich habe mich wirklich ein bisschen schwer getan, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ihr Lieben. Das war jetzt viel Gemecker, aber Gemecker auf hohem Niveau. Denn etwas zu schaffen, was so fantastisch ist, was so wortgewaltig ist, das habe ich vorher noch nie gelesen. Und ich sage ja immer, dass ich gerne überrascht werden möchte, dass ich nicht diese 0815 Jugend-Fantasy-Bücher lesen möchte. Und das ist diese Reihe. Tausendprozentig nicht. Also wenn ihr irgendwie mal was Außergewöhnliches lesen möchtet und euch darauf einlassen möchtet, dass es euch wegspült in solche fantastischen Regionen, dann ist das also genau das Richtige. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich die Reihe beendet habe, aber, und das soll jetzt mein Schlusswort dazu sein, ich fand ihre andere Reihe, die nach dem Sommer ruht das Licht in deine Augen, Reihe wesentlich besser, weil es straighter war. Also, wenn ihr mit einem Maggie Stiefvater Buch anfangen möchtet und immer so denkt, ach, klingt einfach für mich auch nach zu viel Fantastereien und ich mag gerne einen roten Faden, dann lest die ja, nach dem Sommer Trilogie. Vielleicht ist das dann eher etwas für euch. Ich fand die wesentlich besser als diese Reihe hier, obwohl diese Reihe etwas wirklich ganz, ganz besonderes, überwältigendes war. Ja, und der erste Teil war hiervon der beste, meiner Meinung nach. Das waren auch schon die beiden Bücher, die ich beendet habe. Mona Kastens Begin Again ging ganz, ganz schnell und für
Wo das Dunkel schläft, habe ich Ewigkeiten gebraucht. Also hat sich das ganz gut ausgeglichen. Ich bin froh, dass ich diese beiden Bücher gelesen habe. Es war unterm Strich ein sehr, sehr guter Monat. Und das macht mich sehr zufrieden. Kennt ihr eines der Bücher oder die beiden? Oder wollt ihr die noch lesen? Schreibt es mir wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich wäre sehr, sehr gespannt drauf. Und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Und bis dahin wünsche ich euch schöne Seiten, lesereiche Zeiten und viel Spaß.